der 8.7.23. Es ist 14 Uhr und dies ist tatsächlich der erste Raufuß-Röhrling, den ich im Jahr 2023 gefunden habe. Der erste brauchbare. Ich habe einen überständigen gefunden, das ist allerdings schon 3 Wochen her. Und man überlege sich, dass dieser Pilz gewissermaßen jetzt neutral, objektiv gesprochen, eigentlich eine Plage ist. Ähnlich wie der Steinpilz. Denn wenn ich ihn rausdrehe, wird es gar nicht so lange dauern und er wird nachwachsen. Er wird genau die gleiche Größe erreichen im ausgewachsenen Stadium. Er wird genau die gleichen Eigenschaften haben. Und so ist es tatsächlich, dass jeder einzelne Pilz sich repliziert und sofort nachwächst, wenn man ihn rausdreht. Und er ist immer wieder der gleiche Charakter. Man könnte ihm einen Namen geben. Manchmal denke ich ja, meine Konkurrenz kennt jeden Einzelnen mit Vor- und Zunamen, denn ich kenne schon unendlich viele. Ja, es ist eigentlich eine Plage. Und der häufigste Pilz im deutschen Wald ist immer noch der Steinpilz. Und es ist gewissermaßen eine Röhrlings-, eine Steinpilzart. Ja. Obwohl dieser mit dem Speisewert 1 bewertet wird und der Steinpilz tatsächlich nur mit der 2. Ja, er ist ein bisschen spezieller im Geschmack, aber gerade wenn man ihn mischt, es ist generell ein wirklich, wirklich sehr, sehr guter Speisepilz. Unheimlich fest und ja, qualitativ wirklich sehr, sehr hochwertig. Der kann alle möglichen Farben annehmen. Wächst bei Pappelesche, aber auch bei allen möglichen anderen Wirten. Und hier gibt es auch noch viele Rotkappen, die leuchten dann immer total schön. Die sieht man dann auch sehr schnell, aber dies ist ja so ein bisschen ins Elfenbein gehende. Dann ist es auch unter anderem ein Elfenbein-Raufußröhrling. Und so kann die Kappe dieses Pilzes eine weite Farbpalette, ein weites Farbspektrum annehmen und ja, sich super an die Umgebung anpassen und tarnen.